Online Geld verdienen mit Fiverr. Du hast mit Fiverr die Möglichkeit, online mit deiner Leidenschaft Geld zu verdienen. Es gibt eine schnelle und unkomplizierte Anmeldung, die wir auch gleich zusammen durchführen werden. Kunden kommen auf dich zu und machen dir Angebote. Das Ganze ist nebenbei und hauptberuflich möglich. So, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt mal live am PC. So, wir sind jetzt hier auf Fiverr.com und hier müssen wir uns jetzt anmelden. Wir sehen hier schon, finde die perfekte Freelance-Dienstleistung für dein Business. Und es ist natürlich für Verkäufer und Käufer. Käufer kaufen hier ja die Dienstleistung ein, die andere anbieten. Und weil wir natürlich was verdienen wollen, müssen wir natürlich Verkäufer werden. Ich übersetze die Seite mal ganz kurz. Und hier steht es auch schon: Arbeite deinen Weg, sie bringen die Fähigkeit, wir machen das Verdienen einfach. Dieses Video ist Teil des Kurses Online Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung. Wir können hier schon sehen, was hier so Beispiele sind. Zum Beispiel, ich bin Designer, ich bin Entwickler, Schriftsteller etc., Videoeditor, Social Media Marketer, Musiker. Wie es funktioniert, das sehen wir hier schon. Und zwar, es wird ein Gig erstellt. Man meldet sich kostenlos an, richtet den Gig ein, bietet die Arbeit an und jeder auf der Welt kann es dann sehen. So, dann wird quasi der Job, kommt der Job zustande. Beispielsweise jemand fordert von dir, ja, du sollst für mich mal ja, irgendwie irgendwas erstellen, beispielsweise ein Text erstellen, beziehungsweise zum Beispiel da ist ein Video und du sollst den Text da von dem Video quasi auf Papier bringen. Das heißt, du sollst Ton zu Schrift bringen. Das ist eine, ja, so eine normale Aufgabe, die mal hier vorkommen kann. Oder zum Beispiel, du bist Video-Editor und sollst dann ein Video schneiden, wenn du das kannst. Und wenn du es dann gemacht hast, dann kriegst du halt dein Geld, ganz normal. Und der Vorteil ist jetzt hier, du kannst es dir die Arbeit selbst einteilen. Das heißt, du wirst jetzt nicht irgendwie gefordert, von dir wird nicht gefordert, ja, du sollst jetzt 5 Stunden brauchen dafür, sondern du wirst bezahlt, sobald du es fertig hast. Also ganz klar leistungsbezogen. Du kannst jetzt hier dann Verkäufer werden und hier kannst du dich dann mit Facebook, Google oder deiner E-Mail-Adresse anmelden. So, und jetzt kommen wir hier auf dieses Feld, bereit, Fiverr zu verkaufen. Hier ist die Aufschlüsselung. Habe ich ja eben schon erklärt. Und drücken wir mal hier auf Fortsetzen. Ja, hier wird nochmal erklärt, was ein erfolgreiches Fiverr-Profil ausmacht. Natürlich, dass man sich Zeit nimmt, ein vernünftiges Profil zu erstellen. Dass man halt, ja, zeigt, was man kann. Wir klicken mal auf Weiter. Ja, hier geht es weiter. Hier sind nur noch weitere Angaben. Und ich habe mal hier ein Beispiel genommen. Das Foto ist schon ein bisschen älter. Und zwar hier. Die Beschreibung, ich habe hier beispielsweise geschrieben in meiner Beschreibung, ein professioneller Internetauftritt Ihres Unternehmens ist in der heutigen Welt unverzichtbar. Die Website gibt Ihren Interessenten einen ersten Eindruck über Ihr Unternehmen, Ihr Angebot, Ihre Dienstleistungen oder über Ihre Produkte. In den meisten Fällen ist genau dieser erste Eindruck ausschlaggebend dafür, ob der Interessent Neukunde wird oder nicht. Und genau dabei unterstütze ich Sie, indem ich Ihnen professionelle Webseiten programmiere, die dem digitalen Wandel der Zeit gewachsen sind. Ja, das wäre jetzt hier beispielsweise eine Beschreibung für jemanden, der Webseiten entwickelt. Und dann wird hier die Sprache angegeben. Ich habe hier natürlich Deutsch eingegeben. Und wichtig ist hier, dass man das Niveau auch eingibt der Sprache. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nehmen. Beispielsweise, wir können noch Englisch. Wie hoch wir es können, wir können es beispielsweise fließend, Basisenglisch oder wir sind Englisch aufgewachsen. Wir können es hier als Beispiel mal Basis eingeben und hinzufügen. Dann geht es weiter hier. So, hier geben wir dann unsere Berufssparte ein, beispielsweise Video und Animation von 2015 bis 2020. Das kann auch noch, ja, ihr könnt das Ganze auch ein Jahr nur machen oder 2 Jahre, das ist eigentlich gar nicht so relevant. Oder ihr könnt einfach eingeben von dem Jahr an, seitdem ihr euch damit beschäftigt. So,
Hier kann man dann die Kompetenzen reinschreiben, beispielsweise Webdesign und dann das Niveau. Können wir mal ein Beispiel hinzufügen. Ja, zum Beispiel hier Photoshop. Und muss man es hier hinschreiben? Ja, oder Foto-Editor. Und hier können wir dann hinschreiben, ob man jetzt fortgeschrittener Anfänger oder Experte ist. Wir nehmen natürlich Experte und fügen das hinzu. Hier kann man dann auch, falls man hier studiert hat, kann man das Ganze noch einfügen, wo man studiert hat und wie lange etc. Hier kann man noch Zertifikate einfügen, seine persönliche Website einfügen und dann geht man auf Fortsetzen. So, dann kann man hier auch seine Konten verbinden, zum Beispiel Google, Facebook, Twitter für soziale Präsenz oder Plattformen wie Vimeo oder Dribbble für berufliche Präsenz. Klickt man hier auf Fortsetzen, kann man hier noch E-Mail oder Telefonnummer eingeben. Und ja, wir haben jetzt hier noch nicht alles eingegeben. Muss 65% erfordern, um fortzufahren. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal ein paar Beispiele an, wie es dann am Ende aussieht. Und zwar klicken wir mal hier rauf. Wir sehen jetzt hier ein Angebot, zum Beispiel: Ich werde helfen, effektive Facebook-Inhalte für Ihr Unternehmen zu erstellen. Das heißt, hier ist jemand, der erstellt dann Facebook-Inhalte für Unternehmen zum Beispiel oder auch für Privatpersonen, die online aktiv sind. Hier sehen wir dann die Preise. 5 Facebook-Beiträge erstellen für fast 100 Euro. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise das ähnlich machen würdet, dann würdet ihr schon 100 Euro bekommen dafür, nur dass ihr 5 Facebook-Beiträge für Unternehmen erstellt. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal, ja, utopisch. Allerdings ist es so, dass viele Unternehmen gar nicht dem sozialen Wandel der Zeit gerecht werden können heutzutage. Und dann sind solche Leute wie er, die jetzt Facebook-Inhalte oder auch Instagram-Inhalte erstellen, sehr, sehr gefragt. Können noch mal weiter gucken, was es hier noch so gibt. Und zwar gibt es hier auch verschiedene Kategorien, zum Beispiel diese animierten Videos, Social Media, individuell angepasst, 3D-Animationen etc. Also es gibt fast alles. Musik zu bearbeiten. Und die Preise sind richtig, teilweise richtig hoch. Hier für ein neues Logo 400 Euro knapp. Und jemand, der sich ein bisschen mit Photoshop oder Bearbeitungsprogramm auskennt, der kann hier ein Logo erstellen und für das Erstellen eines Logos mal eben 400 Euro verdienen. Das Ganze ist extrem profitabel. Ja, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ihr könnt da einfach nur eure Sachen, in denen ihr gut seid, könnt ihr anbieten. Einfach reinschreiben, worin seid ihr gut. Und dann könnt ihr die Preise selbst bestimmen. Ich würde sogar teilweise echt noch höher gehen, weil je höher der Preis ist, desto seriöser wirkt es dann am Ende. Und ja, es ist auf jeden Fall eine extrem, extrem gute Möglichkeit. Und ein weiterer Vorteil ist Arbeiten von zu Hause aus. Ganz klar. Dieses Video ist Teil des Kurses Online Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung.